Und vorher wussten wir eigentlich gar nicht, was ein Kinderfilm ist, beziehungsweise haben da auch ein bisschen uns, naja, das Gefühl gehabt, es ist jetzt nicht so was Hochwertiges irgendwie. Kann man ja sagen, oder irgend sowas, was man nicht so belächelt, aber es ist halt, Kinderfilm ist ja kein richtiger Film quasi, ja. Aber wir kannten da auch jetzt nicht so viel vorher. Die Haltung, die jeder Filmstudent erstmal in sich trägt. Genau, dass ein Ja. Kinderfilm eigentlich kein so ein richtiger, Oder man sich gar nicht damit so ein befasst auch. vollwertiger Film ist, weil die Handlung ist ja dann doch so naiv, denkt man, und wir haben eigentlich auch gar nicht gewusst, was da für ein Schatz dahinter steckt. Es ist ja auch schade, dass das so segregiert ist. Also genau wie jetzt diese Marktsegmentierung in erwachsene Zielgruppen und Kinder. Das ist ja völlig eine Parallelwelt und das tangiert sich gar nicht. Und deswegen hatten wir null Berührung. Wir hatten selbst keinen, in unserer Bekanntenkreis hatten die Leute auch noch keine Kinder. Also wir wussten eigentlich gar nicht, was ist ein achtjähriges Kind, was ist ein zwölf. Also für uns war das alles das Gleiche, so, weil wir, unsere Tochter war auch noch ein Baby zu der Zeit. Und sich darauf mal einzulassen und dann auch zu überlegen, ein Kinderfilm, okay, Kinderfilm, was bedeutet das eigentlich? Ist das jetzt ein Genrebegriff? Ich weiß es bis heute nicht, was offiziell, ob man jetzt einen Kinderfilm als Genre bezeichnet oder nicht. Und wir haben dann eigentlich letztendlich gesagt, für uns ist ein Kinderfilm eigentlich nur ein Film, wo ein Kind die Hauptrolle spielt und wo es in der Geschichte darum geht, dass ein Kind sich mit dem, was wir erzählen, eben identifiziert oder dass es Berührungspunkte zu seiner Lebenswelt gibt oder dass das Kind eben andocken kann an dem, was es sieht, so. Und darüber hinaus sicherlich finde ich auch, dass man die Geschichte nicht einfach irgendwie destruktiv enden lassen kann, sondern dass man natürlich eine gewisse Verantwortung hat, irgendwie eine Perspektive am Schluss aufzuzeigen. Aber im Prinzip haben wir uns dann darauf verständigt, dass das eigentlich so die einzigen Unterschiede für uns sind zu einem Erwachsenenfilm, in Anführungsstrichen, was auch immer man darunter versteht. Und dass wir eigentlich nicht diesen Weg gehen wollten, jetzt irgendwie in der Inszenierung oder in dem, wie wir die Geschichte erzählen, jetzt irgendwie fundamentale Unterschiede zu machen. Natürlich, die Geschichte wird geprägt von der Hauptfigur, die wir erzählen. Und das ist ein Kind und deswegen erzählen wir es aus seiner Wahrnehmung und das ist ja klar. Aber alle anderen Entscheidungen, was die Geschichte betrifft oder auch die Ästhetik des Films, haben wir eigentlich versucht, das jetzt nicht jetzt, irgendwie speziell auf Kinderfilme oder so zu trimmen. Das war eigentlich unser Ansatz. Und deswegen steht dieses auf Augenhöhe auch eigentlich so ein bisschen nicht nur für die Geschichte an sich, sondern auch für das Ganze drumherum, wie wir eigentlich an das Projekt rangegangen sind. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dich meinen neuen Freunden vorstellen kann? Denkst du, ich will, dass die mich auch noch fertig machen? Was ist, wenn du nicht größer wirst? Hast du daran schon gedacht? Ich brauche Taschengeld. Naja, die Tante vom Jugendamt kommt gleich. Am besten klärst du das mit ihr. Ja, also der Film hat ja insofern schon, weil wir das Drehbuch schon länger geschrieben haben oder schon länger angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Wir haben mit etlichen kleinwüchsigen Menschen geredet auch mit Frauen auch und mit Männern natürlich. Wir waren auch in einem Kinderheim für ein paar Tage im Süden von Potsdam und haben da auch echt total emotionale, niederschmetternde, muss man auch sagen, Sachen erfahren, die dem Ganzen halt wirklich auch so eine Tiefe geben können halt auch, ja. Und Aber auch die Herzlichkeit eigentlich von den Erziehern, aber auch also die Herzlichkeit, genau, weil die Erzieher, wir wollten auch, die zum Beispiel anhand, also was halt in den Film jetzt eingeflossen ist, dass wir eben auch keine bösen Erzieher zeigen wollten oder herzlose Erzieher, sondern die sind wirklich alle nett auch, die geben, was sie geben können. Im Film ist zum Beispiel auch da diese Szene entstanden mit der Wäscheausgabe ganz am Anfang, wo dann die sagt, irgendwie die Erzieherin die Wäsche aus dem Trockner nimmt und sagt, hier ist das Hemd, wem gehört das? Weil die natürlich nicht wissen, welchem Kind die Hose oder das T-Shirt jetzt gehört, ja. Und genau, wir wollten eben nette Erzieher auch erzählen, die aber natürlich keine Eltern ersetzen können.
Und immer wenn zum Beispiel dann die Eltern, manche Eltern zum Beispiel nach 5 Wochen mal wieder gekommen sind ins Kinderheim und die Kinder besucht haben oder die Kinder halt mal wieder zu Hause waren, dann war die ganze Arbeit von den Erziehern, die war dann wieder für Wochen dahin. Was in der Stoffentwicklung immer noch angesprochen wurde, auch von Redakteuren oder so, war, dass ein Problem darin gesehen wurde, dass wir zwei Haupterzählstränge haben. Einmal die Geschichte des Jungen, einmal die Geschichte des Vaters parallel. Und es immer hieß, ja, klar, die Geschichte des Jungen, die ist wichtig und relevant, aber der Vater, das wird keinen Kind interessieren. Also sobald in einem Kinderfilm irgendwie ein Kind nicht in der Szene vorkommt oder eine Szene zwischen Erwachsenen spielt, schalten dann Kinder automatisch auf Durchzug und wir mögen doch bitte diesen Strang also einfach nur eindampfen, damit es einen klaren Hauptstrang mit dem Kind gibt. Und wir haben aber immer gesagt, für uns diese beiden Stränge, die gehören in dieser Geschichte total zusammen, die bedingen sich und die Geschichte des einen ist automatisch die Geschichte des anderen und insofern haben wir das dann eben nicht gemacht. Und was uns dann selbst total überrascht hat, weil damit hatten wir auch nicht gerechnet in der Aufnahme des Films, also wie der dann bei den Kindern ankam, haben wir das Feedback bekommen von den Kindern, dass die Geschichte des Vaters mindestens genauso interessiert hat wie die Geschichte des Kindes, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil der Vater ist kleinwüchsig, 1,25 Meter groß. Und natürlich bedeutet das, dass dieser Mann, dieser Erwachsene, sich mit Problemen rumschlagen muss, mit denen sich eigentlich Kinder rumschlagen müssen, also sich hilflos zu fühlen in gewissen Situationen, sich schwach zu fühlen, sich nicht wehren zu können, auch irgendwie in einer Welt zu leben, die eigentlich nicht für die eigene Größe gemacht ist. Also dann kommt man an gewisse Sachen nicht ran oder so. Und das haben die halt bei dem Vater voll wiederentdeckt. Und insofern hat diese Identifikation auch super funktioniert. Und die Kinder haben es wirklich geschafft, sich in beide einzufühlen. Also es musste dann nicht so sein, dass man sich für einen entscheidet, sondern es hat parallel eigentlich funktioniert. Heimkind bedeutet halt auch, ich hab einen ganz großen Mangel habe ich. Also den auch kein Erzieher, so liebevoll der auch sein mag, wieder wettmachen kann. Sondern das ist immer eine Krücke ist es. Die Eltern sind halt einfach wahnsinnig wichtig. Und aus dem da entstehen halt auch Komplexe halt auch. Und die Komplexe sind halt sehr groß, denn immer wenn was über die Eltern von jemand anders gesagt wird, dann kommt in denen ein Widerstand hoch, weil die Eltern sind trotzdem das Allerheiligste, was es gibt. Das haben wir auch in der Recherche erfahren. Mhm. Oder genau, wenn jemand die Eltern beleidigt, dann ist das der Weltuntergang. Also, obwohl die Eltern jetzt scheinbar nicht so das große Interesse haben an dem Kind, sei es, weil sie es nicht haben können, weil sie andere Probleme haben, Drogen oder Krankheit oder sowas, ja. Die Kinder sind einfach in der zweiten Reihe und das ist wahnsinnig schmerzhaft und dessen will man das. Und das ist dieser Kreislauf halt im Prinzip. Und das konnten die Kinder, das haben wir uns einfach so erarbeitet in Impros und das war so dieser Kern, dieses Heimkind-Seins. Einfach in der zweiten Reihe sein.